Ja, weiter geht's. Wieder in der neuen Folge von Unravel mit dem süßen Wollknäuel Jarni. Wir laufen jetzt ja gerade immer noch hier durch diese tiefste Schneelandschaft. Sprich Schneesturm und. Oh, nein. Oh, los hier, komm. Können wir uns irgendwo eigentlich festmachen? Ich glaube nicht, ne? Wow. Bitte, 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 bitte. Ja, so. Wir haben es erstmal hier geschafft. Kann ich da hoch? Ja, kann ich. Erstmal schnell festhalten. Damit wir hier nicht nochmal wieder allzu weit rücken. Und jetzt weiter geht's hier durch die tiefste Schneelandschaft. Komm, wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Genau, Jarni. Kämpf, kämpf, kämpf. Oh, jetzt wird's interessant. Wir haben das zweite Herzstück. Oh, oh nein. Oh, wow. Oh. Da ist der Jarni aufgehoben worden, oder was? Nein. Jarni darf doch nicht tot sein. Also, ne? Im Sinne von. Da ist der süße kleine Jarni wieder. Ja. So. Es ist scheinbar wieder Frühling. Irgendwas habe ich vergessen. Also wenn er schon so anfängt, habe ich da auch schon wieder irgendetwas vergessen. Nee, da komme ich nicht hin. Wie komme ich jetzt aber da oben hin? Ah, okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Aber auch ein nettes Feature. Cool. Also ohne Witz, das war gerade richtig Fun irgendwie. Wow. Kommen wir da nicht weiter? Na klar kommen wir da weiter. Wollte ich meinen hier. Ne, hier brauchen wir wie irgendwas. Achso, ja, hier, pass auf, da. Zack. Alter, das macht irgendwie richtig Laune, so wenn du das richtige Timing hast, dass du dich richtig schön hier durch die Landschaft schwingen kannst. Ey, das ist richtig nice gerade. Und wir sind durch. Und wir sind im Garten. Ohne Witz, das hat gerade richtig, also mir hat es gerade richtig Spaß gemacht. Auch wenn das eigentlich richtig simpel war und einfach nur so just for fun. So, wir haben uns wieder aufgegarnt. Das ist sehr schön. Und wir dürfen jetzt weitermachen. Was erwartet uns wohl jetzt? So. Wir müssen jetzt irgendein Rätsel scheinbar lösen. Nee. Wir haben das andere Herz. Die andere Hälfte. Okay. Oh, guck mal, Leute, die helfen uns. Die helfen uns. Wow. Echt nice gerade.
Tja, erstmal war das Herz wieder zusammen. Hey, das war ein bisschen zu schnell. So, Liebe verhindert? Nee, Gott, Gott. Liebe verbindet wie ein Garnfaden. Genau wie Garn können diese Verbindungen zerbrechlich sein oder durcheinander geraten. Wenn man sie jedoch behält und sich um sie kümmert, können sie jede Distanz überwinden. Ja, und dann danke, dass du Unravel gespielt hast. Echt sehr, sehr gerne. Ja, und damit ist leider, leider, bin ich ganz ehrlich, dieses Let's Play für Unravel auch durch von mir. Hier sieht man noch einige Bilder, eine Information, wer beteiligt war. Und ich muss ehrlich gar sagen, das ist eines der Spiele, wo ich sage, ey, wow, hätte ich nicht so erwartet. Aber das ist, ne, man muss nicht immer, ich sag's mal vorsichtig, man muss nicht immer einen AAA-Titel spielen, um richtig gute Spiele zu entdecken. Manchmal ist so ein Indie-Spiel auch richtig gut, auch wenn EA hier im Publisher, war da falsche Richtung gerade, der Publisher ist. Aber echt, ohne Witz, großes Lob an die Leute, an die Macher. Ich habe es mir gerne gekauft, ich habe es gerne gespielt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit mir bei diesem Let's Play. Und ja, die üblichen Hinweise jetzt noch zum Schluss. Genau. Oh, hier ist noch was. Und zwar, ja, so, wir sind also jetzt also am Ende der Reise angelangt. Letztendlich ist ein Spiel zu entwickeln genau das. Eine Reise mit Höhen und Tiefen, Entdeckungen, Lektionen und vielen, vielen Schätzen, die man auf dem Weg findet. Für uns war es eine Reise wie keine andere. Wir haben es geliebt, dieses Spiel zu machen und wir hoffen sehr, dass euch das Spiel Spaß gemacht hat. Von uns allen bei Coldwood, Dankeschön. Ich muss ehrlich sagen, danke an euch, Leute. Wie gesagt, und da saß der Jani. Ja, wie gesagt, das war mein Let's Play zu Unravel. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Seid mal gespannt, welches Spiel ich euch als nächstes biete. Sind ja wieder einige im Angebot, beziehungsweise die mich ja, reizen zu spielen. Und von daher, danke fürs Einschalten, fürs Zugucken, fürs Ertragen. Ihr wisst, wie es geht mit Kommentare, Like und Abo. Und in diesem Sinne, wie immer, bis zum nächsten Mal und bis denne.